Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ja, wie ich diese Ofentilapia zubereitet habe, zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß mit dem Video. So ihr Lieben, meine Zutaten sind hier Tilapias, ja. Dann habe ich hier Salz, Rosmarinpulver, Gemüsebouillon, Öl, Thymian, Paprikapulver, diese hier ist geräuchert. Dann habe ich hier Paprika, Petersilien, Frühlingszwiebel, Ingwer, normale Zwiebel und Chili. So, ich werde jetzt die Gewürze miteinander mischen, ja. Das ist dann hinterher leichter für mich zu verteilen. So, dann haben wir das schon mal. So, dann werden wir als nächstes die Gemüse in eine Küchenmaschine verarbeiten, ja. So Leute, ich habe die Fische so gut gesäubert, ja. Hier werde ich nur noch den Mund abschneiden. So. Genau, dann werde ich ein paar Schnitte machen, ja. So ungefähr so. Das sieht gut aus dann später. So, ja. Ja, und das mache ich mit dem Rest. So Leute, ich werde jetzt die Fische mit etwas Öl, Salz und die Gewürze gut von innen nach außen würzen. Ja? Also auch hier innen drin. So, erstmal ein bisschen Öl. Schön auf den Fisch verteilen. Genau. Oh. Ja, machen wir so. Übrigens, die Tilapia habe ich aus dem Abfrischladen. So, jetzt Salz nach Geschmack. Ein bisschen salzen. Der Innenraum auch gut würzen, ja, sehr schön. So, danach kommt das hier.
auch noch gut auf den Fisch verteilen. Also das ist jetzt das Gemüse, was ich in der Küchenmaschine zu einer Paste verarbeitet habe. Ja. Genau. Wie gesagt, der Innenraum auch schön mit gut würzen. Ja, und danach kommen die Fische bei 200 Grad für erstmal 40 Minuten in den Backofen. Ja. Nach 40 Minuten schauen wir, wie die Fische aussehen. Und dann kann man entscheiden, ob man die noch ein bisschen drin lässt, damit die schön knusprig werden. Von außen knusprig und innen saftig natürlich. Okay. So, das mache ich jetzt mit den restlichen Fischen. Ja? So, ihr Lieben, da ist es. Backofen Tilapia. Ja? Sehen sie nicht lecker aus? Ich werde dazu Benkung zubereiten. Ja? Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich auf ein Like und ein Abo freuen. Ja? Ich wünsche euch und eurer Familie frohe Ostern. Wie immer, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.